4. Dezember, Barbaratag. Die Geschichte erzählt von einer jungen Christin, die aufgrund ihres Glaubens zum Tode verurteilt wurde. Auf dem Weg in ihre Zelle hatte sich ein kleiner Zweig im Kleid gefangen. Und sie hat in ihrer Zelle diesen Zweig in ein Wasserglas gestellt. Am Tag ihrer Hinrichtung war dieser Zweig aufgeblüht. Barbara sagte damals: Ich verstehe, du schienst tot zu sein und bist zum Leben erwacht. So wird es mir auch ergehen. Die Tradition in dieser Zeit bei uns ist, einen Forsythienzweig oder einen Kirschzweig in ein Glas Wasser zu stellen. An Weihnachten wird er blühen, ein Auferstehungszeichen. Das Lied heißt Der Barbarazweig. Wir messen mit knospenden Zweigen die Zeit, vom Knospen zum Blühen ist nicht mehr weit. Wir hüten die Blüten in unserem Haus, sie sagen im Winter Frühling voraus. Wir trauen dem Zeichen, dem Zweig und dem Kind, wenn wir im Dunkeln beisammen sind. Wir messen mit knospenden Zweigen die Zeit, vom Knospen zum Blühen ist nicht mehr weit.